Mein Name ist Patrick Ovemuela und ich bin gebürtig aus Hamburg. Mit dem Fußball habe ich angefangen, als ich glaube, 3 Jahre alt war. Zumindest haben meine Eltern mich damals im Verein angemeldet. In Hamburg, beim Grün-Weiß Eimsbüttel hieß der Verein. Wahrgenommen habe ich den BVB in der Zeit, in der Otto Addo beim BVB gespielt hat. Mit dem war ich befreundet, den kannte ich aus Hamburg und war dann tatsächlich auch ein paar Mal zu Champions-League-Spielen, Bundesliga-Spielen hier im Stadion und fand dieses Stadion schon immer ganz besonders. Direkten Kontakt mit meiner Person, dann auch beruflicher Art und Weise, das kam natürlich etwas später. Es war eine schwierige Zeit, als ich dem BVB mich angeschlossen habe. Und wir haben tatsächlich es geschafft, irgendwie jedes Jahr das Bestmögliche rauszuquetschen aus der neu zusammengewürfelten Truppe mit dem neuen Trainer damals, Jürgen Klopp. Und es war einfach klasse, Teil des Ganzen zu sein. Wenn man sagt, was ist nicht so gut gelaufen, dann gibt es natürlich dieses Viertelfinale in Düsseldorf, Pokal auswärts. Ich kriege relativ schnell, 4, 5, 6, 7 Minuten die erste gelbe Karte und nach 32 oder so die zweite, wenn überhaupt. Aber das macht diese Pokalsaison, die ja dann mit dem Titelgewinn am Ende auch abgeschlossen wird, so besonders. Und für mich ist am Ende natürlich ein Riesenstein von der Brust gefallen. Ich habe mir relativ spät erst Gedanken zum Thema Altersvorsorge und Finanzen gemacht. Ich war auch nie jemand, der wahnsinnig weit voraus geplant oder gedacht hat. Eigentlich bis heute noch nicht. Und dann wirst du Fußballprofi, dann läuft es ja erstmal ganz gut. Natürlich geht damit auch ein gewisses Einkommen einher. Und dann machst du dir wahrscheinlich sogar noch weniger Sorgen darum oder Gedanken darum. Insofern ist das immer ein Thema, was auch Fußballprofis, glaube ich, vor sich herschieben, womit sie nicht wirklich sich auseinandersetzen wollen, was natürlich aber wichtig ist. Da gibt es ja wahnsinnig viele Wege, was du machen kannst, um für später zu sorgen, um dein Geld anzulegen. Und da habe ich auch nicht den einen Weg genommen, sondern schon auch so ein bisschen versucht, das Ganze aufzuteilen. Da gibt es natürlich Aktien bzw. Fonds, dann gibt es Immobilien und so weiter. So ganz risikoreiche Dinge nicht. Ich gehe schon auch mal eine Wette ein oder bin auch mal eine Wette eingegangen. Aber was das Thema Risikobereitschaft betrifft mit gewissen Dingen, die man ja machen kann bezüglich Altersvorsorge, muss ich eigentlich sagen, bin ich doch sehr konservativ. Ich glaube, schwierig ist es für Borussia Dortmund im Moment so dieses Label des in Anführungszeichen hochklassigen Ausbildungsverein loszuwerden. Weil, so wird er von vielen Spielern, glaube ich, betrachtet. Die sehen hier eine Riesenchance, in jungen Jahren auf höchstem Niveau eine Entwicklung zu nehmen, Chancen zu bekommen, Champions League zu spielen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und das war zu meiner Zeit nicht so. Das war auch in den Zeiten davor nicht so. Da war Borussia Dortmund eben die Adresse, wo du hin wolltest, um den größtmöglichen Erfolg zu haben oder eine Chance darauf zu haben. Und da hoffe ich einfach, dass die Entwicklung wieder ein Stück weit zurückgeht, dass die Spieler wieder sehen, dass es auch mal Sinn macht, ein Stück länger an einem Ort zu bleiben, um wirklich was zu schaffen und nicht immer nur den nächsten Zug hinterher zu hecheln. Weil das ist so ein bisschen das Geschäft des Fußballs in den letzten Jahren geworden. Komm direkt. Mehr verstehen, mehr Vermögen.